Die Jungs von Flimmerfrühstück haben das geschafft, wovon viele junge Bands träumen. Sie haben einen Plattenvertrag, sie haben ein professionell produziertes Studioalbum und jetzt haben sie die Chance, so richtig in das Musikbusiness einzusteigen. Wieso, weshalb, warum, weshalb, das werden wir mit Ihnen jetzt klären. Sie sind nämlich da, Flimmerfrühstück. Hi. Hallo. 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 Ihr macht zwar schon sehr, sehr lange Musik, aber vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen, der noch nicht von euch gehört hat. Wenn jetzt einer dabei ist, der zum ersten Mal Flimmerfrühstück hört oder Flimmerfrühstück seht, vielleicht zwei, drei Sätze, wer ihr seid, was ihr macht und was das Besondere an Flimmerfrühstück ist. Flimmerfrühstück, das ist im Prinzip so jazzige Popmusik. Also wir haben deutsche Texte, wir erzählen da so Geschichten, meistens Liebesgeschichten, ne? Sind noch andere Themen dabei. Wir haben noch ein Saxophon dabei und vor allen Dingen noch ein Klavier. 2009 wart ihr Erster beim Wettbewerb zu Leipzig Courage zeigen und jetzt geht's für euch zum Bundeswischen Song Contest nach Köln. Wie geht's euch damit? Wir sind ziemlich aufgeregt und wir freuen uns riesig drauf auf diese Möglichkeit, dass wir das machen können. Wir sind aber auch sehr aufgeregt. Jetzt ist ja die Konkurrenz nicht gerade klein, sage ich mal. Also Juli spielt, Jennifer Rostock, also Bands, die wirklich auch schon bekannt sind. Luther, wie geht man mit der Konkurrenz um? Ich glaube, ganz entspannt. Also es sind wirklich viele gute Bands dabei, so, die auch gute Chancen haben und die auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad schon haben. Aber es geht ja, und das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung oder unsere Hoffnung, es geht ja auch vor allen Dingen um die Musik. Und jede Band hat genau dieselbe Zeit, sich da zu präsentieren und dann irgendwie zu performen. Was würdest du als erstes tun, wenn euer Name dann tatsächlich beim Bundesvision Song Contest fällt? Ich würde versuchen, meine zittrigen Knie irgendwie in den Griff zu kriegen. Also das wäre natürlich fantastisch. Also ich weiß gar nicht, was ich als erstes tun würde. Wahrscheinlich um Atem ringen, wahrscheinlich. Müde sitzt du da bei mir, schaust die große Welt ganz traurig an. Und dann, was verbindet ihr denn mit Leipzig? Was ist Leipzig für euch für eine Stadt? Leipzig ist, glaube ich, so die Stadt mit den meisten Geschichten. Also für mich Geschichten, die mich halt mit mir verbinden oder auch jetzt auch irgendwie in die Musik mit einfließen. Gibt es Lieblingsplätze, die ihr in Leipzig habt? Ich hoffe, der Kali. Ich sitze unglaublich viel auf der Kali rum. Vor allen Dingen, wenn es so schönes Wetter ist, dann ist man da eigentlich, also immer abends, wenn man Zeit hat, trifft man sich dort mit Freunden, trinkt dort was. Da muss man gar nicht unbedingt in den Café gehen oder so. Das reicht dann, wenn man sich da irgendwo hinsetzt. Und es ist immer sehr schön, man trifft immer Leute. So. Cool. Nach dem Bundesvision Song Contest Auftritt, wo kann man ein Flimmerfrühstück sehen, wenn man Lust hat? Also, es geht dann weiter mit einer Support-Tour mit Dick Brave zusammen im November, gleich im Anschluss danach die Bosse-Support-Tour. Und dann gibt es im Dezember die erste kleine Flimmerfrühstück-Tour. Ja, da werden wir natürlich alle gerne hinkommen. Wir sind gespannt und wir drücken euch sehr, sehr die Daumen für den Bundesvision Song Contest. Viel, viel Erfolg und vielen Dank für das kurze Interview. Egal, was du auch tust, wie oft du es versuchst.